die Gastronomie kennt auch die Kunst keine Grenzen. Auf diesem Bild werden die Aromen der Welt mit Begeisterung gefeiert. Man riecht beinahe den Duft nach italienischer Küche auf dem urigen Gemälde von Vincenzo Campi, einem Meister der Renaissance. Roberto Rispoli, der einzige italienische Sternekoch in Paris, ist fasziniert von den Ricotta-Essern. Die Figuren laden uns geradezu ein, als fehle ihnen eine fünfte Person. Dieses Produkt isst man immer gemeinsam mit vielen anderen. Es ist sehr reichhaltig, man kann es einfach löffeln, mit allen möglichen Würzen und richtig viel davon essen. Es erinnert mich daran, wie meine Mutter jeden Samstag Ricotta gekauft und ihn in unsere Mitte gestellt hat. Meine Geschwister, meine Eltern und ich haben ihn dann untereinander geteilt. Dazu gab es Tomaten und Salat. Das ist die Großzügigkeit der italienischen Küche. Man stellt alles in die Mitte und teilt es. Alles ist voller Essen. Die Ölmalerei auf Leinwand ist 77 x 89 cm groß und wurde Anfang der 1580er Jahre gemalt. Sie stand zu Lebzeiten des Künstlers in seinem Atelier, bevor sie mehrmals verkauft und 1875 dem Museum in Lyon vermacht wurde. Die Ricotta-Esser ist ein Genrebild, das viele Künstler inspirierte und auch den Auftraggebern gefiel. Dieses Werk ist sehr fesselnd und auch aus kunstgeschichtlicher Perspektive sehr bedeutend. Zunächst wirkt es ganz einfach. Die unverblümte Ausdrucksweise fällt natürlich sofort ins Auge. Gleichzeitig ist es auch sehr vieldeutig. Es handelt sich um ein Genrebild, das einen zum Lachen bringt und an die Freuden des Lebens erinnert. Aber es zeigt eben auch ein Vanitas-Stillleben. Es ist nicht, was es zu sein scheint. Der Genuss spielt nicht nur in Vincenzo Campis Gemälden eine Rolle, sondern auch in Roberto Rispolis Gerichten. Im Mittelpunkt steht heute ein Menü ganz nach italienischem Geschmack. Ich habe eine Bruschetta zubereitet. Das ist ein Stück Brot, das mit Tomaten oder Gemüse belegt wird. Ich habe es mit Ricotta bestrichen und mit kleingeschnittenem Gemüse belegt. Dann habe ich Pastateig in zwei Farben vorbereitet. Einmal mit Eigelb und einmal mit Basilikum. Die Pasta wird dann mit Morcheln, Spargel und einer grünen Tomatensauce aus Sizilien serviert. Zum Schluss wird ein Hauch gesalzener Ricotta darüber gerieben. Ganz dezent, nicht zu viel. Roberto Rispoli wird unterstützt von Ludmilla Virasaminäken, Konservatorin für Gemälde und antike Skulpturen im Musée des Beaux-Arts von Lyon, Alain Grieco, Lebensmittelhistoriker und Spezialist für die italienische Küche, Salvatore Campisi und Francesco Turano, Ricotta-Hersteller aus Sizilien, Fabienne Roux, Olivenöl-Spezialistin und Cedric Casanova, Produzent und Verkäufer von sizilianischem Olivenöl. Auf diesem Gemälde aus der italienischen Renaissance sind eine Frau und drei Männer abgebildet, die genüsslich einen ganzen Ricotta essen. Dabei galt damals Naschsucht als schweres Laster. Sie zählte sogar zu den sieben Todsünden. Vincenzo Campis Ricotta-Esser lassen sich davon aber nicht beirren. Sie geben sich ihrem Genuss mit einer Freude hin, die über eine einfache Nahrungsaufnahme weit hinausgeht. Der Ricotta ist in diesem Fall nur ein Vorwand. Das Gemälde spielt mit der Tatsache, dass Ricotta zur damaligen Zeit auch als eine Metapher für die Brust betrachtet wurde. Das Auge wird gleichermaßen vom Dekolleté der Frau und vom Ricotta angezogen. Beides erscheint in deutlich hellerem Licht als der Rest. Das Ganze hat aber auch einen moralischen Aspekt. Der Genuss wird einerseits in Szene gesetzt, gleichzeitig wird er aber auch kritisiert. Man darf sich dem Genuss nicht zu sehr hingeben. Die italienische Küche erlebte damals ihre Blütezeit, oder besser gesagt die italienischen Küchen. In dem geteilten Land entstanden unterschiedliche regionale Küchen. Doch alle verwendeten sie ein Nahrungsmittel, das bald zu ihrem Symbol wurde, die Pasta. Seitdem es Kochbücher gibt, gibt es in Italien Pasta. Doch ähnelte sie damals der Pasta, wie wir sie heute kennen, kaum. So gab es natürlich noch keine Tomaten. Wenn man die allerdings weglässt, so verschwindet auch ein bisschen diese Vorstellung der typisch italienischen Pasta, die normalerweise nicht weiß, sondern rot ist. Die Pasta hat ohne Frage eine vereinende Rolle gespielt. Wenn man überhaupt von einer Küche des italienischen Stiefels sprechen kann, dann spielt die Pasta darin eine wesentliche Rolle. Das ist klar. Und anders als die Legende besagt, hat nicht Marco Polo dieses sagenumwobene Nahrungsmittel von seiner weiten Reise mitgebracht? Die getrocknete Pasta wurde von den Arabern im 9. Jahrhundert eingeführt, als sie Sizilien eroberten.
Erst in der Renaissance erlebte sie jedoch mit der Erfindung der frischen Pasta ihren Höhepunkt. Dabei entstanden ganz neue Formen und Stile. Um die Nudel geht es auch bei Chefkoch Roberto Rispoli. Und zwar auf ganz traditionelle Art und Weise. Das Gericht heute nennt sich Fagotti. Das ist eine italienische Pastasorte, die an eine Art Bündel erinnert. Dieser grüne Teig hier ist mit Basilikum, der andere ist mit Ei. Ganz normal. Der Teig wird aus Eiern, Mehl, Wasser und Salz gemacht. Das Geheimnis ist aber die Finger- oder eher Maschinenfertigkeit. Wir rollen den Teig aus, bis man die Hand durchsehen kann. Jetzt zeige ich euch, wie die Fagotti gemacht werden. Hier haben wir den Ricotta von unserem Gemälde. Es ist derselbe. Wir haben ihn aus dem Jahr 1500 aufgehoben. Etwas Ricotta in Gedenken an Campi und ein paar Pinselstriche Eigelb, um den Teig zusammenzukleben. Pasta ist ein absolutes Muss für jeden Italiener. Hier in Frankreich gibt es immer eine Vorspeise und ein Hauptgericht. In Italien gibt es eine Vorspeise, Pasta und das Hauptgericht. Wenn man an einem Tag noch keine Pasta bekommen hat, dann sagt man, ich habe noch nichts gegessen. Pasta lässt sich in allen Farben, Formen und mit allen Beilagen zubereiten, je nach Inspiration des Meisters. Lucia erhitzt das Öl mit Thymian und einer Knoblauchzehe. Sie brät jetzt den Spargel an. Wenn die Spargelköpfe fertig sind, gibt man die grünen Tomaten hinein, und zwar diese hier. Das sind Green Zebra Tomaten. Daraus machen wir die Pastasauce. Diese Tomaten haben einen säuerlichen Geschmack. Sie bringen etwas Pep auf den Teller, denn die Pasta an sich schmeckt ziemlich neutral. Wir haben Olivenöl benutzt, eines zum Kochen. Man darf nämlich niemals kaltgepresstes Öl, also natives Olivenöl, extra zum Kochen verwenden. Damit ruiniert man die guten Eigenschaften des Öls. Es ist sehr sauer und wenn es einmal erhitzt wurde, schmeckt es nicht mehr gut. Hier haben wir die Morcheln, die müssen richtig gar sein, sonst sind sie giftig. Frühlingszwiebeln. Jetzt kommt der wichtigste Moment des Tages. Wir tauchen die Pasta ins Wasser. Frische Pasta ist schon nach 3-4 Minuten gar. Die al dente gekochten Fagotti kommen dann noch einmal in die Pfanne. Dazu etwas Nudelwasser für mehr Geschmack. Jetzt müssen sie nur noch angerichtet werden. Ein bisschen Ricotta. Und ein paar Tropfen kaltgepresstes Öl. Das Olivenöl ist aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Auf dem Stiefel nimmt jährlich jeder Einwohner über 12 Liter zu sich. In Deutschland ist es unter einem Liter pro Person. Der Olivenbaum ist der Baum des Lebens, der gewissermaßen immer wieder aus seiner Asche aufersteht. Er ist unsterblich und ein Symbol der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, aber dieser Baum trägt immer Knospen. Sogar 1956, als es wirklich sehr starken Frost gab und die Bäume in der Provence zerstört wurden, war das so. Die erfrorenen Bäume wurden gefällt, aber aus den Baumstämmen sind wieder Bäume gewachsen und haben ein neues Leben begonnen. Die ersten Spuren von wilden Olivenbäumen finden sich im Mittleren Osten, 60.000 Jahre vor unserer Zeit. Im gesamten Mittelmeerraum werden die Bäume seit 5.000 Jahren angebaut. Doch sein Ansehen verdankt der Baum Griechenland, denn seine Geschichte ist eng mit der griechischen Mythologie verbunden. Es gab einen Wettkampf zwischen Poseidon, dem Gott des Meeres, und Athena, der Göttin der Weisheit. Beide sollten etwas nennen, das für die Menschheit von großer Wohltat wäre. Athena nannte den Olivenbaum und Poseidon das Pferd. Der Olivenbaum gewann den Wettstreit. Und so kam es, dass Athena der Stadt Athen ihren Namen verliehen hat. Das Wort Olivenöl leitet sich vom altgriechischen Eleion her. Ein Eleiologe ist für das Olivenöl, was ein Önologe für den Wein ist. Die Eleiologin Fabienne Roux berät Chefköche bei der Wahl der perfekten Sorte.
Das Olivenöl ist die kleine Schwester des Weins. Mein Berufsfeld erstreckt sich vom Olivenbaum bis hin zu dem, was auf den Teller kommt. Es gibt viele verschiedene Kriterien für qualitativ hochwertiges Öl. Heutzutage gibt es nicht nur ein einziges Olivenöl, sondern wirklich eine Vielzahl verschiedener Öle. Sie ermöglichen es einem, den verschiedenen Bedürfnissen der Küche gerecht zu werden. Von der Vorspeise bis hin zum Nachtisch. Roberto Rispoli hat sich mit einem sizilianischen Olivenölhersteller zusammengetan, um seinen eigenen Nektar herzustellen. Ein außergewöhnliches Öl von dem einzigen Stück Land, dessen Olivenbäume das schwere sizilianische Erdbeben von 1968 überlebt haben. Die Landschaft hat sich komplett verändert. Dennoch ist dies ein traditionelles Olivenölgebiet. Die Bäume, von denen dieses Öl stammt, findet man im Grundstücksverzeichnis von 1683. Sie sind sehr, sehr alt. Der jüngste dürfte 80 Jahre alt sein, der älteste schon über 1000 Jahre. Und wir stellen Öl von diesem Baum her. Wenn die Oliven reif sind, werden sie schwarz. Um Olivenöl herzustellen, benutzt man ausschließlich noch grüne Oliven. Sie enthalten eine Menge Antioxidantien. Die Früchte werden zusammen mit den Kernen gepresst. So erhält man das wertvolle Öl. Bei uns läuft die Ernte ganz traditionell ab. Wir befinden uns hier auf den Olivenhainen der Familie. Diese Haine wurden nicht nach einem genauen Ernteplan bepflanzt. Das Land ist hügelig und wir ernten mit der Hand. Wir ernten tagsüber und pressen die Oliven am gleichen Abend. Man kann das Olivenöl sofort verwenden. Man sollte nur daran gewöhnt sein. Meine frischen Öle sind sehr kräftig. Beim Öl ist es wie beim Wein. Für raffinierte Feinschmecker sind nur die besten Jahrgänge gut genug. Zuallererst suchen wir nach Fehlern. Ich schaue es mir an, dann rieche ich daran. Es gibt nichts zu bemängeln. Jetzt lässt du das Öl auf beiden Seiten entlang fließen und lässt etwas Luft hinein. Die Temperatur steigt an und alle Gerüche steigen langsam in die Nase. Und dann kann man alles spüren. Pflanzlich. Es schmeckt ein bisschen nach getrockneten Früchten. Na los, probier mal. Ich kenne dieses Öl noch überhaupt nicht. Es hat einen schönen Abgang. Es ist sehr frisch. Auf einem süßlichen Salat zum Beispiel fände ich es sehr gut. Es passt auch zu gegrilltem Fisch. Zu einem Filet. Es hat auch eine pfeffrige Note. Gut, Fabienne, auf das Öl. Auf die Oliven. Mit seinen Ricotta-Essern hat Campi eine Ode an die Köstlichkeiten der italienischen Küche komponiert. Vincenzo Campi wurde 1536 im norditalienischen Cremona geboren. Wie sein Vater Galeazzo und seine Brüder Antonio und Giulio wird auch Vincenzo als Historienmaler bekannt und verziert die Paläste und Kathedralen der Region. Bis Ende des 16. Jahrhunderts arbeiteten die Maler nur im Auftrag von Prinzen, Angehörigen des Hofes oder des Klerus. Die Bilder hatten historische Themen, meist aus der Mythologie oder der Religion. Es kam nicht in Frage, ganz gewöhnliche Menschen aus dem Volk darzustellen. Und wenn, dann nur am Rande als Statisten. Bis zu dem Tag, an dem Vincenzo Campi eine der reichsten Familien Italiens, die Farnese, auf ihrem Anwesen besucht. Dort entdeckt er ein Gemälde von Joachim Beukeler. Der flämische Künstler malt einfache Menschen in alltäglichen Szenen. Für Campi eine Offenbarung. Neben seiner Arbeit als Historienmaler und Maler von religiösen Gemälden konzentriert sich Campi nun in seinen Bildern auch auf das einfache Volk. Er gibt ihm die Hauptrolle. Vincenzo Campi lässt die religiösen Themen hinter sich und widmet sich der Darstellung von Köchinnen und Fischhändlerinnen. Damit schafft er einen neuen Trend in der italienischen Kunst, die Genremalerei. Weitere Maler aus der Lombardei, wie Bartolomeo Passerotti und Annibal Caracci, folgen. Sie karikieren Gesichter aus dem Volk und versehen die Bilder teilweise mit erotischer Bedeutung. Damit folgen sie der von Campi ausgelösten Bewegung.
Vincenzo Campi spezialisiert sich auf große Marktszenen mit einer Menge verlockender Lebensmittel. Diese Kompositionsform erlangt bald großen Erfolg. Selbst Kaiser Rudolf II. Gibt Werke dieser Art im Atelier von Vincenzo Campi in Auftrag. Die Ricotta-Esser waren kein Auftragsbild. Campi bewahrte es bis zu seinem Tod in seinem Atelier auf und fertigte einige Kopien davon an. Das Gemälde ist auch unter dem Namen Buffoneria bekannt, die Posse. Die Ricotta-Esser sind für die damalige Zeit ein sehr einzigartiges Werk. Die Leute darauf lachen. Das ist ein sehr neuartiger Ausdruck, denn das Lachen tauchte sonst damals kaum in der Malerei auf. Noch dazu geben sie sich einer sehr trivialen Tätigkeit hin, dem Essen. Essen, ein nahezu obszöner Akt für die damalige Malerei. Und doch stellt Campi die Ernährung in den Mittelpunkt seiner Bilder. Wenn man bei der Person ganz rechts außen beginnt, bei der jungen Frau, kann man erkennen, dass Campi hier eine Bewegung in ihre Einzelteile zerlegt. Und zwar das Eintauchen des Löffels in den Ricotta. Die Person rechts neben ihr hält den Löffel noch ohne Ricotta in der Hand. Die Person daneben führt den Löffel schon zum Mund. Und die letzte Person hat den Ricotta bereits verschlungen und sieht schon satt aus. Groteske Figuren in Flagranti beim Schlemmen erwischt. Der Maler selbst ist als Pantalone dargestellt, der greise Schürzenjäger aus der Commedia dell'arte. Es handelt sich um ein Genrebild, das einen zum Lachen bringt und an die Freuden des Lebens erinnert. Aber es ist eben auch ein Vanitas-Stillleben. Der Ricotta selbst legt diese Interpretation nahe. Denn die Löffel haben Löcher im Ricotta hinterlassen, die ihn aussehen lassen wie einen Totenkopf. Auf diesem Totenkopf hat sich auch noch eine Fliege niedergelassen. Das Bild erinnert uns an die Vergänglichkeit des Lebens. Der Ricotta ist längst nicht so unschuldig, wie er zunächst scheint. Nicht nur in der Malerei, auch in der Küche ist der Ricotta für alle Interpretationen offen. Mit diesem Käse kann der Sternekoch seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich finde, das Bild lädt einen geradezu ein, Ricotta zu essen. Deshalb mache ich heute Bruschetta. In Italien besteht die Bruschetta aus einer Scheibe Brot, meist Bauernbrot. Man belegt sie mit was auch immer man möchte. In Süditalien belegt man sie oft mit Tomaten. In der Toskana heißt sie Fettunta und wird mit Gemüse belegt. Hier in Paris bestreichen wir sie mit Ricotta, legen Gemüse darauf und nennen sie Bruschetta nach unserer Art. Rocco wird sie jetzt rösten. Bruschetta ist geröstetes Brot, das mit Knoblauch und Öl eingerieben wird. Manche geben auch Oregano dazu. Das Verb bruschettare bedeutet etwas knusprig machen. Das ist ein sehr alter Begriff. Perfekt. Der Ricotta wurde nur mit Salz, etwas Öl und Pfeffer gewürzt. Obendrauf kommt das klein geschnittene Gemüse. In Italien haben wir die Antipasti. Das ist in Öl eingelegtes Gemüse. Paprika, Aubergine, Zucchini. Das ist etwas sehr Feines und sieht noch dazu schön aus. So, da haben wir unser Italien. Alle Zutaten aus dem Gemälde sind dabei. Der Ricotta auf seine natürlichste Art. Es geht um das gemeinsame Genießen. Wenn man den Ricotta schneidet, kann man ihn mit allen teilen. Campi lädt uns ein, wir laden ihn ein. Das ist ein echter Austausch. Ricotta gibt es in ganz Italien. Ob aus Kuhmilch, Büffelmilch oder Schafsmilch. Doch den Sizilianern liegt er ganz besonders am Herzen. Im Westen der Insel, im Tal des Belice-Flusses, zwischen Meer und Olivenhainen, treffen wir Roberto Rispoli in einem Schafstall wieder. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Giorno. Ist das der erste Melkgang? Ja, das ist das erste Melken am Morgen. Danach kommen die Schafe wieder auf die Weide. Die Rasse ist typisch für das Belice-Tal. Ein gutes Schaf bringt es auf 1 bis 1,5 Liter pro Tag. Warum melkt ihr von Hand und nicht mit der Maschine? Wir melken nicht mit der Maschine, weil wir das ebenso machen. Warum? Aus Tradition? Ja. Ricotta gibt es bereits seit der Antike.
Die Legende besagt, ein Schäfer habe ihn per Zufall entdeckt, als er bei der Käseherstellung die Molke aus Versehen zweimal aufkochen ließ. Das Wort Ricotta stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wieder aufkochen. Man kocht die Milch bei 80 bis 90 Grad noch einmal auf. Manche Leute sagen, dass sie aus Griechenland kommt, andere behaupten, er käme aus Malta. Man weiß es nicht so genau. Sicher weiß man jedoch, dass er vor allem von armen Leuten gegessen wurde. Auf Vincenzo Campis Gemälde sitzen vier Bauern um den Ricotta herum am Tisch. Dieser Käse, oder besser gesagt, dieses Milchprodukt, war oftmals die einzige Mahlzeit am Abend. Damals kannte man nur wenige Käsesorten, auch wenn das erstaunlich klingt. Camembert und Parmesan waren schon im 16. Jahrhundert sehr verbreitet. Andere Käsesorten, wie den Pecorino zum Beispiel, gab es zwar schon, sie wurden allerdings nicht so hoch angesehen. Und der Ricotta wurde noch weniger geschätzt, weil er fast etwas Animalisches hatte. Die gemolkene Schafsmilch wird in einer nahegelegenen Käserei zu Ricotta verarbeitet. Dies geschieht auf ganz traditionelle Art und Weise. Giorno, buongiorno. Was machst du hier Schönes? Seit wann arbeitet ihr nach dieser Methode? Schon immer. Das gibt es alles schon immer, seit über 1000 Jahren. Es ist aus Kupfer. Das leitet die Wärme am besten. Die Milch wurde ein erstes Mal aufgekocht, um sie zu Käse zu machen. Habt ihr gesehen? Bravo! Und jetzt wird gleich Ricotta daraus. Wir haben die Flüssigkeit vom Käse in einem Kupferkessel aufgefangen. Hier wird das Ganze nochmal auf 80 Grad erhitzt. Nach alter Tradition isst man den Ricotta eigentlich hier drin. Das Brot wurde hineingetunkt, auch wenn es schon ein bisschen trocken war. Der Ricotta kam obendrauf und man hat beides zusammen gegessen. Und weil ich katholisch bin, schlage ich immer das Kreuz darüber. Das ist Tradition. Das ist purer Luxus. In Paris könnten wir weder Salvatore treffen, noch bekämen wir den Ricotta am selben Tag. Schaut mal, wie schön der ist. Der ist gut. Wirklich gut. Wie die Ricotta-Esser in der alten italienischen Taverne I love Ricotta. Yes. sind auch unsere Gäste bereit für das Menü im Zeichen des berühmten Milchproduktes. Aber was gäbe es Besseres zum Einstieg als Ricotta pur? Ich lade euch herzlich ein, unseren Ricotta aus Apulien zu probieren. Jetzt geben wir unser schönes Öl darauf. Nicht zu viel. Der Oregano kommt obendrauf. Ein langer Abgang. Ich mag, wie der Geschmack ganz sanft anfängt und dann explodiert. Das sieht toll aus. Der Star ist natürlich der Ricotta. Ich habe es absichtlich wie einen Donut geformt. Wenn man das Brot in Stücke schneidet, geht es nicht kaputt. Da steckt so viel Geschmack drin. Es schmeckt sehr gut. Jeder Bissen schmeckt anders, weil es immer ein anderes Gemüse ist. Das hier ist aber schon ein Kontrast zum Bild. Hier ist alles sehr fein, auf dem Bild eher rustikal. Hat er nur ein Bild gemalt, das sich mit Essen beschäftigt? Nein, er hat viele davon gemalt. Von diesem Motiv hier gibt es allein noch sechs weitere Versionen. Er selbst hat es repliziert und hat Kollegen aus seinem Atelier um den Ricotta herumsitzend gemalt. Hier kommen die Fagotti. Man muss die Pasta heiß essen. Dabei kommt die Pasta gar nicht von uns, sondern von den Chinesen. Stimmt das? Nein. Pasta gab es schon vor Marco Polo. Entstanden ist sie an mehreren Orten ungefähr zur gleichen Zeit. Es braucht ja auch nicht besonders viel Fantasie, um Wasser und Mehl zu mischen und das Ganze trocknen zu lassen.
Pasta war früher ein Sonntagsmahl, ein teures Gericht. Es galt als etwas Besonderes. Das hat sich dann langsam geändert. Der rote Hut hier, der sehr auffällig ist, das war eine Kappe, die man zur Kommunion bekam, als Zeichen des Eintritts in die Glaubensgemeinschaft. Das war etwas ganz Besonderes. Das ist interessant, denn hier sind mit den drei männlichen Personen gewissermaßen auch die drei Lebensalter abgebildet. Stimmt, dann wäre er der Jüngste von den dreien. Ein solches Gemälde regt die Sinne an. Und zwar alle Sinne. Vincenzo Campi und seine Ricotta-Esser laden uns ein, die Freuden des Lebens zu genießen, bevor der Tod uns zu sich holt. Unterschied? Großes Vergnügen. Die kleinen Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen. Gleich in Carambolage. Im März auf Arte. Überraschung. Ein Gremlin. Ein Sheriff. Eine Hausfrau. Ich liebe dich. Ein Liebespaar. Danke sehr. Ein Schmetterling. Noch ein Gremlin. Eine Gang, zwei Gangs, ein Heer von Gangs. Erst verbuddeln wir ihn und dann können wir Urlaub machen. Und wieder ein Gremlin. Philip K. Dick, Emily Watson, David Tennant, Christine Lagarde. Lauter Gremlins, lauter Frauen für den Frauentag. Warte! Filme, Dokumentationen, Gremlins. So sieht's aus im März auf Arte. Diop, eine Französin, deren Familie aus dem Senegal stammt, stellt uns heute einen Gegenstand vor, der ihrem Vater gehört hat. Ein sehr symbolischer Gegenstand. Sehen Sie. Es gibt Leute, die erben ein Haus. Andere erben kostbare Gemälde, andere Edelsteine. Ich habe nach erbitterten Verhandlungen mit meinen Schwestern einen Gegenstand aus Wolle geerbt. Er ist rund mit einer Bommel. Die Wollmütze, die mein Vater sein Leben lang getragen hat. Mein Vater war Senegalese und wie jeder ältere afrikanische Immigrant, der aus Mali, Guinea oder dem Senegal stammt, trug er immer seine braune Wollmütze, als sei sie die Verlängerung seines Körpers. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals ohne diese Mütze gesehen zu haben. Ich fragte mich sogar, ob er sie nicht unter der Dusche aufbehielt. Die meisten Franzosen denken, dass das eine Wollmütze aus den Alpen ist, die die Immigranten tragen, weil ihnen in Europa kalt ist. Auch ich habe mir erst spät Fragen über sie gestellt. Als ich klein war, dachte ich, sie sei fester Bestandteil der Uniform der Arbeiter, die, wie mein Vater, in der Citroën-Fabrik in Aulnay-sous-Bois im Vorort von Paris arbeiteten. In Wirklichkeit ist die Mütze eine afrikanische Variante der Shishia, der Kopfbedeckung, die die Moslems in Nordafrika tragen. Die Islamisierung Westafrikas durch arabische Stämme beginnt im 8. Jahrhundert. Das Tragen einer Kopfbedeckung gehört zur muslimischen Kleiderordnung. Diese Kappe, die sich der Kopfform anpasst, erlaubt es den Männern, während des Betens mit der Stirn den Boden zu berühren, wie es der Koran vorschreibt. Das Tragen der Mütze wird auch als Zeichen der Demut vor Gott angesehen. Dadurch, dass sie nach oben weist, symbolisiert sie die Erhebung der Seele gen Himmel, zieht aber auch eine Grenze zwischen Kopf und Himmel. Die Mütze ist daher unter den gläubigen Moslems in Westafrika weit verbreitet. Im Senegal nennt man sie Lafa. Doch nicht alle Afrikaner teilen diese Meinung über die Herkunft ihrer Mütze. Das identitätsstiftende Kleidungsstück wird von jedem je nach Tradition anders interpretiert.
Der Zigarettenverkäufer eines Asylantenheims in Pariser Vorort Montreuil behauptet, die Mütze hieße Goro und werde in Österreich hergestellt. Das wird von seinen Kunden bestritten. Für sie ist es die Ivoire-Mütze, die in den Djoulas-Dörfern der Elfenbeinküste hergestellt wird. Andere wieder sind sich sicher, dass sie Gwena heißt und in Mali am Ufer des Niger gestrickt wird. Im Stadtviertel Goutte-d'Or im 18. Arrondissement von Paris, in dem viele afrikanische Immigranten leben und wo die Mütze auf allen Verkaufsständen in der ersten Reihe thront, erklärt man ihre Herkunft ganz anders. Ein Verkäufer behauptet, alte Männer trügen sie, wenn sie sich fein machen wollten. Wenn du einen weißen Bubu trägst und dazu die Mütze, dann siehst du aus wie ein großer Würdenträger. Seine Kundin widerspricht ihm. Quatsch, mein Vater trägt sie in Afrika jeden Tag, um sich vor der Hitze zu schützen. Ein alter Mann behauptet, die Wollmütze würde von alten Afrikanern zum Andenken an einen Helden der Unabhängigkeit Guineas getragen, Amilcar Cabral. Für ihn heißt sie deswegen Cabral-Mütze. Cabral ist sozusagen der Che Guevara Westafrikas, der Jugendheld einer ganzen Generation Afrikaner. Wie Sie sehen, hat diese Mütze die unterschiedlichsten Funktionen inne. Man zeigt damit seine Zugehörigkeit zum Islam, sie schützt vor Kälte und vor Hitze, sie macht schön und ehrt das Andenken an einen berühmten Revolutionär. Und hier ein letztes Detail. Schauen Sie sich die Mütze meines Vaters an. Riechen Sie die Mischung aus Autolack, dem Parfum Brut de Fabergé und afrikanischen Gewürzen? Ein Geruch, der ein ganzes Leben zusammenfasst. Wie wünscht man in Frankreich jemandem oder sich selbst gutes Gelingen bei einer Prüfung oder einem anderen Unterfangen? Je croise les doigts. Ich kreuze die Finger. Je croise les doigts. 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 Und wie wünscht man in Deutschland jemandem gutes Gelingen bei einer Prüfung oder einem anderen Vorhaben? Ich drück dir die Daumen. 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 Nicola Obermann hat bei uns Deutschen eine Krankheit diagnostiziert, gegen die die Franzosen immun zu sein scheinen. Pierre Dupont ist Franzose und hat sein Jurastudium mit einer These, einer Doktorarbeit, abgeschlossen. Klaus Wagner ist Deutscher. Auch er hat sein Jurastudium mit einer Doktorarbeit oder Dissertation abgeschlossen. Dass Pierre promoviert hat, ist nur seiner Familie, seinen Freunden und denen, die seinen Lebenslauf lesen, bekannt. Dass Klaus promoviert hat, weiß jeder. In Deutschland ist es nämlich üblich, nach der Promotion das Kürzel DR für Doktor und die Abkürzung der Fachrichtung vor seinen Namen zu setzen. Der Chemiker oder Physiker wird zu Dr. Rer Nat von Rerum Naturalium, der Geisteswissenschaftler zu Dr. Phil von Philosophiae, ein Ingenieur zu Dr. Ing und so weiter. Ein mehrfach promovierter Professor schreibt auch schon mal Prof. Dr. Rer Nat Dr. Phil Heinz Müller auf seine Visitenkarte. In Frankreich schreiben nur Ärzte das Doktor vor ihrem Namen. Doch zurück zu Klaus Wagner, pardon, zu Dr. Jur Klaus Wagner. Nach einem Gang zum Standesamt mit seiner Diplomsurkunde steht das Doktor nun offiziell in seinem Ausweis, auf seiner Kreditkarte, auf seinen Visitenkarten, im Telefonbuch und auf seinem Klingelschild. Außerdem lässt er sich nun stolz mit Dr. Wagner anreden. Die Liebe zum Doktorgrad ist in Deutschland so groß, dass es sogar ein Wort dafür gibt. Titelsucht oder auch Titelwahn. Ein Doktorgrad öffnet eben nicht nur Türen auf dem Arbeitsmarkt. Er verleiht dem Träger auch auf Lebenszeit die Aura eines Gelehrten und gesellschaftliches Prestige. Deshalb promovieren in Deutschland Politiker und Manager noch Jahre nach ihrem Einstieg ins Berufsleben. Ein Doktor gehört für sie einfach dazu. Im Bundestag hat ihn jeder fünfte Abgeordnete. 11 Minister und Angela Merkel haben ihn. Leider ist eine Doktorarbeit sehr zeitaufwendig und im Grunde kaum mit einem Spitzenjob in Einklang zu bringen. Daher kommt es immer häufiger zu Skandalen, wenn entdeckt wird, dass ein Prominenter große Teile seiner Arbeit abgeschrieben hat. So wurden zum Beispiel dem Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg,
sowie den FDP-Politikern Yorgos Chatzimarkakis und Silvana Koch-Mehrin der Doktortitel entzogen. Ein herber Schlag für ihre politische Karriere. Natürlich wurde schon immer abgekupfert. Heutzutage ist es jedoch fast unmöglich, unentdeckt zu bleiben. So wurde im Zug der Jagd auf unwürdige Titelträger eine Internetseite bekannt, auf der Akademiker anonym Dissertationen analysieren. Das Ergebnis veröffentlichen sie als Grafik. Ein brauner Streifen heißt, dass mehr als die Hälfte einer Seite plagiiert wurde. Bei einem roten Streifen sind es über 75%. Ganz skrupellose Titelsüchtige bezahlen sogar einen Ghostwriter oder kaufen sich einen illegalen Doktorgrad im Ausland. Die sind natürlich in der Minderheit und wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl der deutschen Doktortitel legal erlangt wurden und dass der, der sich damit schmückt, ihn auch verdient hat. Warum aber dieser Wahn, seinen Doktor vom Klingelschild bis zum Briefkopf der ganzen Welt mitteilen zu wollen? Ist es Eitelkeit? Tradition? Mangelndes Selbstvertrauen? Gruppenzwang? Wir wollten Dr. Klaus Wagner hierzu befragen, doch der hat uns durch sein Sekretariat nur ausrichten lassen. Kein Kommentar. Und hier das Rätsel. Die Sendung ist zwar eine Wiederholung, aber das Rätsel ist neu. Spielen Sie mit. Die folgende Einstellung dauert 30 Sekunden. Wo ist sie gedreht worden? In Deutschland oder in Frankreich? Und was ist das Indiz? Es gibt nämlich eins. Schauen Sie genau hin. Tja, was könnte es wohl sein? Nur noch wenige Sekunden. Haben Sie das Indiz entdeckt? Dann schnell auf unsere Internetseite www.arte.tv/carambolage. 10 Gewinner werden ausgelost und bekommen eine kleine Belohnung. Und hier nun die Lösung des Rätsels der letzten Woche. Sie sollten diese drei großen hellblauen Buchstaben VHS finden, die Abkürzung für Volkshochschule, eine Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung, die in Frankreich ihresgleichen sucht. Hier waren wir in Duisburg und damit in Deutschland.